Servus! So, wir haben gespielt Gears of War. Du hast ohne mich gespielt den Singleplayer. Jetzt haben wir miteinander, haben wir jetzt den Multiplayer gespielt. Und ich würde mal sagen, red du mal ein bisschen was über den Singleplayer. Er sieht grafisch ganz nett aus. Er schließt an die ersten Ganz drei Teile nett. an. Ganz nett. Mehr ist es nicht. Ich muss auch sagen, es hat sich nicht recht viel verändert zum Judgment, meiner Meinung nach. Zumindest was ich im Multiplayer gesehen habe. Grafisch eh nicht. Aber Definitiv es ist nicht. Gears of War, es ist eigentlich eine super Steuerung von dem her, also. Aber man Aber. merkt die neuen Controller, also man tut sich mit dem Zielen ein bisschen leichter als in den alten, weil es war. Das stimmt, ja. Also es ist das Zielen mit Maschinengewehr ist doch ein bisschen einfacher. Aber wir scheiße waren im Multiplayer, weil wir sind heute trocken eingegangen, ohne Vorbereitung, ohne Ja, alles. ich habe glaube ich das letzte Mal vor 2, 3 Jahren, glaube ich, habe ich Judgment gespielt in die Richtung. Ich hab's. Also es war die Xbox One war noch nicht heraus, wie ich Judgment gespielt habe, das letzte Mal. Wer kann es auch nicht, weil das war 2012, ist das rausgekommen. Das ist schon ein bisschen her. Nein, aber seitdem die Xbox One heraus ist oder seitdem die PS4 heraus ist, habe ich keine Gears of War mehr angegriffen. Okay, das Außer Argument. vielleicht ab und zu Also mit dem grafisch ersten ist Teil. okay, storymäßig sieht es eigentlich ganz nett aus. Ich bin gespannt, wie sie hier alten Marcus Fenix hier einbauen dann. Ja, gehört habe ich, dass anscheinend wirklich gut sein soll, die Story. Anscheinend sehr, sehr gut. Bin ich Okay. wirklich schon gespannt Ich drauf. habe mich nicht befasst, weil Gears nicht so Naja, mir ganz hat meine Welt ein ist. Kumpel hat mir gesagt, ich soll es auf jeden Fall spielen. Also seiner Meinung nach ist es das Beste. Also die beste Gears of War Story, wobei Gears of War jetzt nicht bekannt ist für die Story, sondern eher Es für stimmt den aber so nicht, weil fürs die 3er Story Party-Shooting. zum Beispiel war hier schon wegen der Story auch berühmt, einfach irgendwann, weil ich denke, zu dem Zeitpunkt hier kann man inzwischen erzählen, wie der 3er ausgeht, wo sich halt Dom seine Frau findet und dann hier. Ja. Nein, das ist im Zwarer. Ist es im 2er schon? Im Zwarer findet er die Frau Und und im im 3er hat er seinen Breakdown, okay. Genau, ja. Ja, also Singleplayer ganz nett. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden sowas eingespielt. Ich verstehe zwar nicht, warum er gegen seine alten Kameraden jetzt kämpft. Das macht für mich gar keinen Sinn, warum die alle Wird böse sein sicher sollen. storytechnisch noch kommen, weil ich kann mich wirklich nicht im Judgment erinnern, dass da irgendwas davon geredet worden ist. Es soll aber Da hast du auch anscheinend, für die Dings kämpft, es oder soll nicht? aber glaube ich 30 Jahre nach dem Gears of War 3 passieren. 20 sind's. Oder 20, 20 okay? sind's, ja. Und ja. Es sind 20 Jahre und von dem her, ja, für das sieht eigentlich Zombie Dom noch recht frisch aus, für das, dass er 20 Jahre hier umeinander flackt schon. Ja, Multiplayer, rein aus meiner Erfahrung, ich habe relativ viel Ich gar Multiplayer nicht, also da gespielt. musst du hier den Vergleich machen, da Also kann ich keine Vergleiche ich ziehen. habe wirklich viel Gears of War Multiplayer gespielt, also sehr, sehr, sehr viel. Ich habe sicher, ich habe irgendwann einmal nachgeschaut, ich war glaube ich bei reiner Spielzeit im Multiplayer bei über 4 Wochen. Reine Spielzeit. Und ich muss sagen, ja, es spielt sich auf jeden Fall cool. Ich finde den neuen Modus halt ziemlich geil, also das Dodgeball ist sehr, sehr cool. Mit dem Prinzip, dass quasi einer wieder reinkommt, der Wenn du einen Kill machst, kommt vorher der andere gestorben rein, ist, ja. weil man quasi einen Kill macht. Und auch das Gun-Game finde ich ziemlich cool, dass es quasi teambezogen ist, weil es war vorher war Gun-Game, glaube ich, jeder gegen jeden, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Judgment. Mit quasi einem Kill, Waffenwechsel, Kill, Waffenwechsel. Und da muss wirklich das Team ein paar Wie Kills machen. Counter-Strike halt. Und hat eigentlich ganz toll ausgeschaut. Also ich habe mir jetzt da mal Xbox One geholt, also ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Mindestens zweimal durchspielen. Ich weiß nicht, ob da ist der wahnsinnige Modus gleich freigeschalten ist. Ich glaube nicht, ne. In die ersten 3 Teile Doch war ist immer. er. Doch ist er. Von Anfang Ist an. er? Du kannst direkt auf Wahnsinnig oder Hardcore zumindest starten. Ja, Hardcore war er immer freigeschaltet und hat zumindest einmal durchspielen müssen, bevor man es quasi auf wahnsinnig spielen hat Kann ich mich können. nicht erinnern, müsste ich ins Gameplay reinschauen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen, hundertprozentig durchspielen. Und ja, ich bin gespannt drauf. Und vielleicht ist es wieder ein Multiplayer-Spiel, wo ich ein bisschen länger hängen bleibe. Und ich glaube, das reicht. Ja, also wie gesagt, grafisch finde ich es ganz nett. Der Multiplayer sieht eigentlich ein bisschen besser aus. Wenig Kantenflimmer mehr im Gegensatz zu den alten. Da war die in der Ferne immer Kantenflimmern drüber. Ja. Das hast du jetzt nicht mehr. Also es wirkt sehr poliert und sehr fertig. Fehlermäßig habe ich jetzt eigentlich auch nichts gefunden. Von dem her kann man es schon empfehlen. Also Xbox One-Spielern sowieso, PS4-Spieler war es nicht, ob sie es noch zum Wechseln. PS4? Ja, für die zu wechseln, tatsächlich Ach Xbox One zu. so. Na, also ich habe mir wirklich die Xbox One geholt, weil ich gesagt habe, es gibt einige Titel, die was ich spielen will, aber für mich bleibt trotzdem die Primärkonsole immer nur die PS4. Es war einfach, damals hat Microsoft Scheiße gebaut im Marketing und Das für mich. machen sie immer noch ganz artiges Marketing, Und Schwachsinn für noch immer. das muss ich sagen, ich bleibe einfach bei der PS4, auch wenn Sony genug Scheiße auch baut, aber ich habe angefangen mit der PS4 und die werde es beenden und ich werde einfach wirklich Exklusivtitel und ein paar andere Spiele werde ich auf der Wand noch spielen und vielleicht einmal ab und zu machen, vielleicht miteinander Multiplayer.
Ja, das werden wir dann sehen, wenn wir das machen, dass wir euch da ein bisschen andere Videos zeigen. Aber das ist das Thema für die Wochenshow. Von dem her, von mir kriegt ihr so einen Daumen hoch, es ist ganz nett, macht Spaß. Ich habe zwar die Story nicht verstanden, dieses Recap von den ersten drei Spielen, hast du ja kurz das Recap. Hast du die ersten drei durchgespielt? Nein. Ich habe bloß den dritten gespielt und da bin ich zuerst nach einem Viertel ungefähr eingestiegen mit Freunden, ist fertig spielen. Ah, okay. Und von dem her. Ja, nein, es ist dann so. Wie gesagt, Kaufempfehlung ist da, es ist wirklich nicht schlecht. Passt. Dann vielen Dank fürs Gucken. Ja. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.